Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder eingeschaltet habt, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute habe ich für euch mal ein Dupe-Video und zwar habe ich eine Entdeckung gemacht, die ich mit euch teilen muss. Ich war bei einer Freundin zu Hause und die hatte einen Duft, von dem ich noch nie was gehört habe. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir den aufgesprüht und ich dachte nur, oh mein Gott, den kennst du, den kennst du. Und ich habe ihn jetzt getestet für euch nebeneinander und zwar geht es um einen Dupe von meinem Liebling Xerjoff Lyra. Leute, ich habe ihn entdeckt in der Designerabteilung. Ich weiß nicht, ob ihr den Duft kennt. Und zwar ist es Lolita Land von Lolita Lempicka. Leute, der ist sowas von ähnlich. Ich werde euch alles darüber erzählen, was ihr wissen müsst. Falls es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und falls ihr noch nicht Teil unserer hier bestehenden kleinen Parfümfamilie seid, vielleicht überlegt ihr es euch und abonniert meinen Kanal. Mich würde sehr freuen, euch hier zu begrüßen. Ansonsten starten wir mit dem Vergleich dieser beiden Düfte. Ich fange an mit dem Xerjoff Lyra. Ich habe euch den schon vorgestellt. Einer meiner Lieblings-Weihnachts-Winterdüfte schlechthin. Das ist für mich Weihnachten in einer Flasche. Ich liebe ihn über alles, Leute. Wir haben Blutorange, Bergamotte, Lavendel, Zimt und Lakritze, Jasmin, sehr viel Karamell, sehr viel Vanille und Moschus. Der riecht wirklich so nach Weihnachtsmarkt, Zitronenkuchen mit Karamellsoße. Es ist ein gourmandiger Duft. Er riecht nicht nach was zu essen, finde ich. Trotzdem gibt er mir diesen Vibe von frischem Zitronenkuchen aus der Bäckerei, wirklich noch warm, mit warmer Karamellsoße und Vanille obendrauf. Es ist der Wahnsinn. Dieser Duft ist auf jeden Fall ein Nischenduft und so riecht er auch. Das von Anfang an. Nun kommen wir zu meiner Dupe-Entdeckung. Und Leute, er ist ein Dupe. Vertraut mir, er ist ein Wahnsinns-Dupe. So sieht diese Flasche aus. Lolita Land von Lolita Lempicka, noch nie gehört. Leute, für mich war das komplett Neuland. Lolita Lempicka ist nicht meine Marke. Einfach aus dem Grund, sie hat meistens Lakritze in ihren Düften. Und ich hatte euch das schon mal gesagt, mit Lakritze habe ich meine Probleme. Auch hier ist die Lakritze drin und sie ist präsent. Wo ich sagen muss, beim Lyra ist sie auch da. Sie ist zwar präsent, aber so im Hintergrund, dass es mich nicht stört. Hier ist sie etwas präsenter. Ich werde sie euch gleich noch nebeneinander sozusagen vergleichen. Aber jetzt möchte ich erstmal zu dem Lolita Land was sagen. Im Lolita Land ist es so, wir haben sehr, sehr viele Duftnoten, Leute. Und zwar Mandarine, Pfeffer, Orange und Grapefruit, Limette, Zitrone, Pfirsich und Pflaume, schwarze Johannisbeere, Jasmin, Magnolie, Rose, Vanille, Lakritze. Und die Lakritze ist hier für mich wahrnehmbar, auf jeden Fall. Moschus und Sandelholz. Ich verrate euch was. Die Nase hinter diesem Duft ist tatsächlich Francis Kurdijan, mein Lieblingsparfümeur. Und trotzdem, mich stört an ihm ein bisschen die Lakritznote. Aber er riecht zu 90% wie Xerjoffs Lyra. Das kann ich euch sagen. Absoluter Geheimtipp. Leute, ihr könnt mir vertrauen. Ich habe die nebeneinander heute den ganzen Tag getragen. Ja, und also im Opening bis zum Drydown. Ich habe die jetzt, gute wie viel Uhr haben wir jetzt, 9 Stunden auf der Haut nebeneinander getragen und er ähnelt ihm verdammt. Und ich weiß nicht, ob ich den, wenn den jemand trägt, ob ich den Unterschied merken würde. Wenn jemand so vorbeiläuft bei der Sillage, ich bin mir nicht sicher. Er hat eine Wahnsinnshaltbarkeit, Leute. Der hält 8 Stunden locker. Also ich habe den noch voll da. Natürlich muss ich sagen, der Lolita Lempicka entwickelt sich nicht so sehr wie der Xerjoff Lyra. Natürlich ist es nicht komplett identischer Duft. Ich meine, das ist ein Nischenduft, das ist ein Designerduft. Allein schon das, preislich liegen Welten dazwischen. Den hier kriegt ihr, die große Flasche, zwischen 40 und 50 Euro und der hier kostet über 200. Also natürlich, aber ich sage euch eins. Wenn ihr sagt, nein, ich kann mir den Xerjoff Lyra nicht leisten, Leute, mit dem hier seid ihr bestens. Und das sage ich euch, ich lege euch das ans Herz, bestens bedient. Also ich werde mir den sehr wahrscheinlich zulegen, einfach weil ich den echt für das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut finde. Wirklich mega. Der hat eine richtig gute Sillage, der hat eine mega Haltbarkeit und er ähnelt dem Lyra wirklich 90, sogar fast
95%. Definitiv. Der größte Unterschied ist, das Lolita Land hat für meine Nase ein bisschen mehr Lakritze und ein bisschen weniger Zitrusnoten. Der Lira hat diesen sehr starken Zitronenkuchen-Vibe. Der hier hat es ein bisschen weniger. Er riecht ein bisschen zitrisch, aber nicht ganz so wie dieser hier. Zusätzlich ist der Lolita Land einen Hauch, aber wirklich nur einen Hauch süßer und hat eben ein bisschen mehr von der Lakritze. Nicht so, dass es euch umhaut. Also wenn ich sage, ich würde mir den zulegen wollen. Der hier ist übrigens von meiner Freundin. Ich habe mir den jetzt einfach ausgeliehen, weil ich musste für euch diesen Vergleich jetzt machen. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir den auch kaufe. Einfach, weil ich finde, er ist ein mega toller Dupe. Von der Haltbarkeit muss ich sagen, der Lira ist natürlich jetzt nach 8 Stunden ein bisschen präsenter da. Aber er kann mithalten, der Lolita Land, auf jeden Fall. Und wenn ich den Preis zwischen den beiden jetzt wirklich vergleiche, muss ich sagen, wow, die haben einen mega Job gemacht. Und Francis Kurdijan kennt seinen Job. Da kann ich jetzt einfach nichts anderes sagen. Man merkt seinen Stempel hier und ich weiß nicht, kennt ihr den, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr den schon mal probiert? Wie gesagt, für mich war das eine totale Neuentdeckung und als ich den gerochen habe, ich musste ein paar Minuten überlegen, woher kennst du das? Woher kennst du das? Boom, war es da, Lira. Ich kam direkt nach Hause, habe die verglichen und ja, sie sind identisch. Also ich kann euch den nur empfehlen, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht so viel Geld ausgeben. Mit dem Lolita Land seid ihr super bedient und im Prinzip, wenn ihr jetzt nicht unbedingt das Original haben wollt, ist das eine super, super Option. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es kennt und wenn ihr das Lira auch kennt, was ihr dazu sagt. Für meine Nase sind die sich verdammt, verdammt ähnlich. Leute, das war mein Vergleich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es war ein bisschen hilfreich für euch. Ansonsten, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.